geht ab und willkommen bei Pro FIFA auf meinem bei meinem ersten Video auf diesem Kanal, und zwar direkt mit FIFA 16, hier Ultimate Team Modus. Und zwar mache ich hier direkt so ein Food Draft Dings. Wir nehmen mal diese Formation hier. Ja, ich wollte eigentlich gestern schon ein Video rausbringen, ein Ankündigungsvideo, aber dort hat es leider Probleme mit meinem Headset und ich erzähle mir ganz kurz, was ich dort erzählen wollte. Also es werden in den nächsten Tagen viele FIFA-Videos von mir kommen, von Ultimate Team natürlich und auch von der Karriere mit Ingolstadt. Es werden Buy for Sky kommen, Rager Matches, Pack Openings, Special Pack Openings mit dem Würfel. Die ganzen Regeln zu den ganzen verschiedenen Sachen erkläre ich euch dann während der Videos. Und was auch kommen wird, sind Verlosungen. Bei allen 10 Abonnenten oder alle 10 Likes pro Video werde ich Spieler verlosen. Das werde ich dann in dem Vorvideo immer ankündigen. Und das geht so, 10 Spieler spielen mit, die schreiben einfach in den Kommentaren ich oder ich mache mit, irgendwas, irgendwie sowas. Aber keiner wird wissen, um welchen Spieler es geht. Und dann werde ich auf jedem separaten Blatt immer einen Spielernamen draufschreiben und den Namen der Spieler, die mitspielen. Ja, und dann werde ich natürlich von beiden einen ziehen, werde davon auch live ein Video machen. Und derjenige, der soll sich dann bitte innerhalb der nächsten 24 bzw. 48 Stunden bei mir melden, damit wir uns in Kontakt setzen können, wie er den Spieler bekommt. Ja, wie ihr seht, ich habe 2050 FIFA Points und jetzt machen wir mal hier so ein Food Draft. Dann gucken wir mal, was wir dabei bekommen. Ja, wir möchten jetzt fortfahren. Und wir ziehen. Oh! Forget in Form. La 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 la. Panabi, Panabi, Panabi. Forget in Form. Oh, Schweinsteiger. Quadrado, Naldo. Marcelo. Den soll man nehmen. Ich glaube, wir nehmen Quadrado. Ja, wir nehmen Quadrado. Der lohnt sich einfach jetzt am meisten. So, dann würde ich sagen, fangen wir beim Torwart an und... Oh, shit! Fährmann in Form. Alter, ja Mann, Junge! Der ist auch im Team of the Week dabei. Fährmann in Form. What a be, what a be, what a be. Fährmann in Form. Natürlich direkt ein geiler Start hier, gar keine Frage, ne? Also, wer jetzt jemand anderen nehmen würde, der wäre ein bisschen Rille. So, Fährmann in Form. Wenn jetzt der Innenverteidiger und wir ziehen. No. No! Nein, gar kein. Only shit. Wir nehmen Bruno Rodrigo, den habe ich vorher im Freepack gezogen, den Pisser. So, wen nehmen wir? Wir nehmen Rekik. Zweiter Innenverteidiger und wir ziehen. Scheiße. Ich glaube, wir nehmen Gulu. Links außen. Links außen. Und. Ach, Olevas, Kolarov, Jose Enrique, Clichy. Wir nehmen jetzt. Ich bin für Kolarov. Obwohl, nee, Olevas, der hat viel Pace. Der hat viel Pace. Wir nehmen Olevas. Wir nehmen Olevas. So, Rechtsverteidiger und wir ziehen. Bin. Ich glaube, wir nehmen Zabaleta, oder? Obwohl. Wir nehmen Juan Fran, der ist besser. Zentral defensives Mittelfeld. Oh nein, kein guten. Alter, da haben wir so schön angefangen mit Fährmann in Form und jetzt kommt nur noch so eine Scheiße hier. Mal gucken, wen wir jetzt nehmen. Ich glaube, wir nehmen Gonalon. Nee, übernehmen wir diesen Krischenberg, ja. So, jetzt zentraler Mittelfeldspieler links. Und wir ziehen. Ja. Aber wir nehmen Schneiderlin. Jetzt links Mittelfeld. Linkes Mittelfeld. Ei, ach du Scheiße. Son nonware. Son is nonware, zieht euch das rein. Eieieiei. So,
So, jetzt die zwei Stimmen. Wir nehmen mal links oder rechts, links oder rechts. Links oder rechts. Rechts. Und. Aubameyang. Aubameyang. 95 Base, du Base, Hure. 95 Base. Ich bin für Aubameyang. Den nehmen wir auch direkt jetzt, unseren linken Stürmer. 80er Bewertung. Von Messi. Aber Griezmann ist auch eine geile Note. Dybala. Ja, ich glaube 38 Tempo hat Totti. 38. Ich glaube, wir nehmen aber Van Persie, weil der einfach einen geilen Schuss hat. Ja, wir nehmen Van Persie. So, jetzt noch die Auswechselbank natürlich hier. Das machen wir jetzt einfach ganz schnell. Wir nehmen hier irgendeinen. Leno. Aspilicueta. Ja, toll, jetzt. Ich bin für Wendell. Zwar non-wear, aber... Wow. Was ein Pack. Was ein Pack. Jetzt überlegen wir mal. Ich zweifle zwischen Fabregas und Iniesta. Wir nehmen Fabregas. Und tun noch direkt rein. Haben wir irgendwie einen englischen Verteidiger? Oh. Nein, das mache ich nicht. Das mache ich auf gar keinen Fall. So, wen bekommen wir hier? Silva oder De Bruyne? Wir nehmen Silva. Tun den auch da rein. Obwohl. Nein. Doch, lass mal so. Jetzt. Pay. Den packen wir rein und ich glaube, wir machen jetzt Folgendes. So, und packen Pay dann nach LF. Und Siva könnte dann ja immer noch rein. Ja, so, jetzt kommen diese ganzen Loser alle auf einmal. Alle auf einmal. Aber eine kleine Pace-Suche hier. Hier ist der Konoplyanka mit 92 Pace. Jetzt das nächste. Sala. Ja, wir nehmen Sala. Brahimi, was ist das? Soll man den nehmen oder Lukaku? Ich weiß nicht. Birki ist non-wear. Verstehe das nicht. Wir nehmen Lukaku. So, jetzt ändern wir mal. Nein. Das mache ich lieber nicht, weil Aubameyang einfach richtig schnell ist. Dann können wir lieber Salah für Son reintun. Ja, so, nächstes, sag mal, Pack. Nur Scheiße, aber wir nehmen Sigurdsson. Ah ne, Sigurdsson. Sorry, du. Lavezzi. Und letzter Spieler. Skip! Oh mein Gott, Alter. Ich kann vom Balkon springen. Was ist das denn für einer? Boschakchinong Junglu. 88 Tempo, alles nur Linkspieler. So, jetzt geht's weiter. Brauchen wir natürlich noch den Manager. Oh, mein Lieblingstrainer Luis van Gaal. Ich liebe den Typen einfach. So, was passiert jetzt? So, Partie spielen. Obwohl, wir gucken uns erstmal hier die Preise an. Ah, kann man noch nicht sehen. Egal, wir spielen die Partie jetzt einfach und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn es soweit ist. Ja, da sind wir und hier sehen wir unseren Gegner. Ach du Scheiße. Der hat ein geiles Team. Sanchez, Costa, Modric, Thiago Silva, Alaba, Varane. Ach du Scheiße. Das wird schwer. Endlich wieder Fußball. Aber davon lasse ich jetzt und mit mir kommentiert heute Frank Buschmann. Danke Wolf, ich freue mich riesig auf diese Partie und die Fans, los geht's. Auch. Ab geht's in die Partie.
Van Persie jagt hier schon mal ganz schön. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Depay. Sie spielen heute im 4-5-1-System. Luka Modric jetzt. Jesse Rodriguez. Jungs. Modric. Wird das eine Torchance? Ja, Frank. Schlägt auf Kerman. Guardado jetzt am Ball. Souverän, er hat den Ball. Nein, sowas habe ich mir natürlich Modric nicht erlauben gegen diesen Gegner. Das ist jetzt eine Chance. Schuss! Ein klasse Schuss, da hat er ein bisschen Pech, der geht knapp vorbei. Nein, das war mit Ansage. Das war nicht gut vom Torwart. Gut gemacht, aber den Ball hat der Torwart sicher. Okay, wir sind nicht so gut in das Spiel gestartet. Das sieht man hier natürlich direkt. Dreckig. Jetzt Quadrado. Wer kann so ein Pace hier ausspielen? Quadrado. Aubameyang. Douglas Costa am Ball. Mann. Modric. Schön von Fährmann. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Und jetzt Douglas Costa. Das müsste es sein! Schön. Fabregas. So, jetzt Aubameyang zeigt dein Pace. Backen. Ja, mal Van Persie. Alter, was sind das für fucking Pässe? Meine Fresse! Modric. Aubameyang. Aubameyang. Van Persie. Schneiderlein. Wieder Van Persie. Eieieiei. Man sieht, wie Chemie fehlt. Man sieht einfach, dass die Chemie fehlt. Jetzt Rollevers hier gegen Jesse. Rollevers, schön gemacht. Was gibt der? Und er gibt Elfmeter. Elfmeter. Was ein Pisser, Mann. Legen Sie gleich zurück. Das war doch kein Elfmeter. Klares Foul, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Komm, Junge, Psychospiele. Alaba. Selber Pass! Das war einfach kein Elfmeter. Das war einfach kein Elfmeter. Sauber versenkt, den verwandelt er sicher. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Und jetzt Lucas Costa. Und nun Alexis Sanchez. Was? Da kommen sie in Ballbesitz. Was jetzt? Elfmeter. Es gibt Strafstoß. Das ist so ein Spasti, der Schiri. Da gibt er Elfmeter, aber keine ein Karte. Spasti. Das gibt zwar selten, aber Scheiße. Für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Doch, Van Persie schießt. Oder Depay. Depay schießt. Depay. Depay. Wohin geht's? Ab nach rechts. Depay schießt nach rechts. Depay, wir schießen nach rechts in die Ecke. Depay! 1:1, ja Mann, Junge. Gut, dass der Schiri so ein Spaß Diese Chance ist. Lässt er sich nicht entgehen, überzeugend verwandelt. Und weiter geht's, wir dürfen uns auf gar keinen Fall nachlassen. Gar Und keinen damit Fall alles nachlassen. Auf Anfang, es steht 1:1. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Sauber, Junge, Aubameyang. Sauber. Memphis jetzt. Depay. Schindlerling. Da kommt er weit raus und kann klären. Super Aktion. Klasse mitgespielt hier. Und das wird von Torhütern heute ja auch geil von Quadrado. Depay. Ja, schade. Alexis Sanchez am Ball. Nein. Nein. Und er schießt. Nein, da passt der Torhüter auf. Ball ist im Aus. Es Spannendes gibt Ecke. Spiel bis jetzt. Gar keine Frage hier. Aber ich glaube, wir werden das Spiel vor uns entscheiden können. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Komm, Junge. Komm jetzt, Nkulu. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Oh mein Gott. Whatever. Das gibt Freistoß. Was denn jetzt? Willst du mich verarschen, alter Mann? Wofür gibt der Typ jetzt Freistoß? Nein, falsche Seite.
Schieß doch, Alter. 10 Jahre. Denkt auch, der da geht bringt jetzt rein. Er den Freistoß. Der Ball geht scheiße an die Latte. Nein, Modric, nein. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Scheiße, Mann. Da übernimmt er Verantwortung und macht den Ball rein. Mit Aktionen wie dieser zeigt er, warum er hier Kapitän ist. Ganz stark. Super gemacht. Da hat er sich gut im Strafraum bewegt, verschafft sich etwas Platz und setzt sich dann klasse beim Kopfball durch. Fabregas. Juan Juan am Ball. Fabregas. Na, sowas. Ibora. Bitte, gute Abseits. Das will er jetzt alleine machen. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist Abseits. Alter, diese Pässe, diese Chemie, ne? Guckt euch das einfach mal an. Das war einfach. Und er hat den Ball. Aubameyang schickt Cuadrado. Cuadrado mit dem Chop. Cuadrado geht hier durch. Super Einsatz, er holt den Ball. Modric. Ibora. Modric. Nein. Cuadrado am Ball. Was? Alexis Sanchez jetzt. Cuadrado. So, natürlich Alter, kein Problem. Mann. Er holt sich den Ball. Diese fucking Chemie aufregt. Fährmann. Ja, durch die Mitte. Fabregas jetzt. Aubameyang. Ball bei Van Persie. Schickt Aubameyang den Ball einfach direkt Pace. Zurück. Aubameyang lässt sich da nicht aufhalten. Den ersten Typen hier ab. Aubameyang. Er zieht ab. Aubameyang an den Pfosten. Nein. Und da gibt der Freistoß. An den Pfosten. Pierre-Emerick Aubameyang. Krass. Wir haben wenigstens ein Zeichen jetzt gesetzt. Wir leben noch. Ibora. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Das war faul. Junge, dieser Schiri-Mann. Junge, mach doch, ich bitte dich. Du drehst den fucking Ball eh nicht rein. Ich bitte dich. Super vom Torwart, aber der Freistoß war auch nicht so gut. Lauf doch durch. Lauf doch durch, Junge. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Was? Oh, Alter. Und nun Alaba. Ibora. Jesse Rodriguez. Macht er ihn. Gut abgeblockt. Junge, Mann, regt mich doch nicht auf. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Ja, Halbzeit. Ich würde sagen, wir sehen uns in der zweiten Hälfte. Ja, dann sind wir wieder in der Halbzeit. Definitiv nicht sein Tag heute. Das kann man so sagen, Wolf. Hilft ja nichts. Er sollte die Partie jetzt möglichst schnell abhaken. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Halbzeit besser wird. Salah. Ah, schade. Was auch was. Brauchen wir eine gute Abwehr. Ibora. Schön von vorne. Juan Fran. Jetzt Douglas Costa. Alexis Sanchez. Schön der Lehn. Da jetzt kommt Cuadrado. Scheiß Pass. Gut, zurück zum Torwart. Darüber. Rickig. Von Opianka. Das ist nicht gut, was wir spielen. Das ist gar nicht gut. Aubameyang. Kannst du jetzt eigentlich durchpassen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Aubameyang. Das müsste es sein. Flanke. Aus der Flanke entsteht keine Gefahr. Junge, Junge, wir müssen hier aufdrehen. Wenn wir hier jetzt nicht aufdrehen, Ibora. Dann wird es wirklich ganz einfach an den Ball gekommen. Noch zu gewinnen. Jetzt Schneiderlein. Aubameyang. War sowas. Hat den Ball zum Glück noch. Aubameyang. Er geht dazwischen wohin? Und verhindert so eine Torgelegenheit. Ibora. Cuadrado. Wir müssen jetzt stören.
Jesse Rodriguez. Jesse. Und nun Sanchez. Alexis Sanchez. Schön von vorn fahren. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Douglas Costa. Schön. Schön der Link. Wieder so ein Scheißpass. War sowas. Schön von Rocky. Und Schneiderle. Quadrado. Wieder so ein Scheißpass. Das war jetzt einfach. Aber Salah. Hat den Ball. Schindler, Mann, was machst du denn da? Modric. War sowas. Ein Tor nur. Aus. Was ist jetzt los? Alter, Mann, wenn der jetzt aufgibt, ne? Beeil dich doch mal. Kein gutes Zuspiel hier, der geht in Seiten aus. Jungs, wir brauchen es. Quadrado. Gut, den Ball hier im Mittelfeld erobert. Salah. Schickt Aubameyang. Aubameyang auf den Weg zum 2:2. Aubameyang. Aubameyang macht Scheiße. Macht einfach Scheiße da, indem er weiterläuft. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. 100%ige Chance vergeben. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Jetzt vielleicht. Bitte nicht. Nein. Sanchez. Oh, schöne Tat von Fährmann. Das wird einen Eckball geben. Ja, wie man unser geiles Stadion schon sehen kann, ne? Thiago Silva. Wichtig. Den Ball hat er sicher. Gegenüber von uns die Ultras. Nein, schade. Schade. Jetzt muss ein Tor kommen. Nun, Thiago Silva. Von Quadrado. Er steht gut und hat den Ball. Ja, ja, ja. Gute Flanke. Ich sehe schon kommen. Alexis Sanchez. Glück gehabt. Einfach Glück. Wohin? Trasoras. Und das super. Tor. Sehr, sehr schön gemacht hier. Super. Leider ist er heute ein 1A. Unsicherheitsfaktor. Ein gebrauchter Tag für den Keeper. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Auf Scheiße. Und Douglas Costa. Alexis Sanchez! Was das Ecke, jetzt wird's gefährlich. Also jetzt ziehen wir das Spiel natürlich durch. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Aubameyang. Wenn wir jetzt noch schnell ein Tor schaffen. Aubameyang legt sich den Ball jetzt weit vor. Macht das einfach. Auch schön ein Einwurf. Kann wenn wir jetzt noch haben, haben wir noch müssen noch konzentriert den, verteidigen. Dann noch die vermeintliche Verlängerung. Ah, hinten wäre die bessere Variante. Aber jetzt voll etwas. Was ein Pass auf Schindlerlin. Ja, ja, mit der nein. Faust kann er hier retten. Hätte lieber hier vorne hingespielt, da stand er frei. Voll so was. Natürlich, oh kein Problem. Er oh holt mein sich den Ball. Gott, ich hätte den Spiel lieber nicht. Schindlerlin. Er setzt sich, ja. Jetzt schießt er. Nein. Und da lag er richtig, auch wenn er nur einen Hauch vorne war. Gute Entscheidung, die Fahne zu heben. Mohamed Salah. Jetzt Aubameyang. Ja, ja, ja. Jetzt Salah. Salah, was machst du da denn da? Zur Ecke was abgewehrt. Machst du da? Fabregas, bitte, Quadrado, Golo, Golo. Versucht das mit dem schwächeren Fuß. Rüberlegen konnte er den Ball nicht, also musste er es versuchen. Oh mein Gott, ich sehe, wir haben das Spiel schon so gut wie verloren. Jetzt, oh mein Gott. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Was machst du denn? Aubameyang, ein bisschen Glück müssen wir doch auch mal haben, bitte. Guter ja, Pass, das Salah. Könnte Chance werden. Nein, was machst du denn da? Schieß doch angedreht mit links. Eine gute Gelegenheit. Fabregas. Ecke. Rekik. Nein. Wie viel Glück der Pisser einfach hat. Salah, bitte. Ohne Aubameyang. Olebas. Sehr gut gemacht von Thiago Silva. Jetzt nein, Modric. Bitte nicht. Aus. Aus! Jetzt kann er sich den Jawohl. Ball zum Einwurf holen. Jetzt aber, bitte.
Schneider Lahm am Ball. Dieser scheiß Referee, ne? Luka Modric jetzt. Der lass Vorteil laufen. Knapp. Was ist denn jetzt los? Aber das wäre wohl auch nicht wirklich gefährlich. Oh mein Gott. Dieser Ref, ne? Ich gebe schon das ganze Spiel auf die letzten Sack. Zwei Minuten sind angebrochen. Jetzt Modric. Das war sowas. Komm bitte mal, sauber verlieren. Was einfach zum Scheißpass. Was einfach, aber schön verreckig. Boah, tschüss. Nachspielzeit sind Salah. Drei Minuten. Quadrado. Es gibt noch mal die Chance jetzt auf den Anschlusstreffer. Quadrado. Schön von Quadrado. Macht lieber Pussy und Tor. Macht doch, ja. Abschaffer Tor. 3-2. Fantastischer Treffer. 90. plus 3. Wir machen den Anschlusstreffer. Wenn wir fünf Glück Treffer haben, wir holen wir noch, das noch ist das ein Unentschieden. Spiel. Darum, dafür brauchen wir jetzt schnell den Ball und noch schnell das Tor. Okay, das wird nicht mehr klappen. Douglas Costa. Das wird jetzt auf gar keinen Fall mehr was. Keine Gefahr, nein, jetzt die nicht. Flanke wird abgeblockt. Nochmal gibt's Eckball. Und wenn sie den verwandeln, ist das jetzt Spiel ist durch. Schluss. Thiago Silva. Ja, und der Ball geht abgefunden. Ja, und es ist Ende. 3-2 verlieren wir das erste Spiel. Die erste Halbzeit fand ich persönlich war ein bisschen besser als die zweite. Weil wir da auch mehr Tore geschossen haben. Mehr haben wir nicht, aber vom spielerischen her bin ich ganz zufrieden mit der Mannschaft. Außer die Chemie, die stimmt natürlich nicht. So, mal gucken, ob wir jetzt irgendwas bekommen. Preis abholen für 0 Siege. 3 Sets bekommen wir. So, fangen wir mit dem Silberspieler-Set an. Skippen wir und... Scheiße. Können wir alles schnell verkaufen. Goldset. Goldset. Und. Vietto. Ich kenne den nicht. Ich glaube, der ist noch nichts wert. 550 Coins. Ich glaube, die Verträge können wir behalten, ja. Jetzt machen wir eben schnell die Verträge. Nein, diesen Wetto brauchen wir auf gar keinen Fall. Oh, 1000 Coins haben wir. Und holen wir uns direkt. Und den Rest können wir abstoßen. Letztes Pack. Nose Pack. Oh, Messi drauf, Messi drin. Ah, Cicero. So, die Verträge nehmen wir natürlich immer mit, ne? Gar keine Frage. So, das kommt alles in den Verein. Den Rest, den schmeißen wir weg. Ja, meine Freunde, das war's dann auch von diesem ersten Video. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bald beim nächsten Pack Opening. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle und haut rein. Bis dann, euer Pro FIFA.